Wir reden heute über die Vorteile von Keramikimplantaten gegenüber den herkömmlichen Titanimplantaten. Mein Name ist Christian Zotzmann, ich bin Spezialist für biologische Zahnheilkunde und Implantologie in Balingen. Gegen Keramikimplantate herrschen immer noch viele Vorurteile, mit denen wir heute mal aufräumen wollen, speziell was die wissenschaftliche Seite angeht. Gegen Keramikimplantate sagt man heutzutage immer noch gerne, dass diese gerne brechen würde. Wenn man sich die aktuellen Studien anguckt, so haben die moderne Generation der Keramikimplantate höhere Bruchstabilität, das heißt bei den typischen Scherkräften, die im Mund auftreten, aber auch bei Druck- und Zugbelastung, was ja gerade beim Kauen auftritt, so hat Keramik oder ein Keramikimplantat bessere Werte mittlerweile wie die klassischen Titanimplantate. Somit spricht, was die biomechanischen Eigenschaften angeht, eigentlich nichts mehr gegen ein Keramikimplantat. Das klassische Titanimplantat ist ja kein rein Titanwerkstoff, sondern ist immer eine Legierung. In der Regel sind das wirklich 99% Titananteil, aber es sind auch immer Spuren von anderen Elementen dabei, was theoretisch auch potenzielle Allergene für einen Patient darstellen kann. Ein Titanimplantat und ein Keramikimplantat unterscheidet sich in einem ganz wichtigen Punkt, nämlich in der Art, wie diese einheilen. Ein Titanimplantat heilt immer über eine Art Entzündungsreaktion ein und ein Keramikimplantat heilt passiv ein. Das führt allerdings auch dazu, dass wir eine höhere Primärstabilität brauchen für ein Keramikimplantat bei der Insertion. Das heißt, wir brauchen eine gewisse Zugkraft beim Eindrehen der Schraube, dass dieses überhaupt nachher einheilen kann. Das ist aber mit einem modernen Keramikimplantat vom Design hier, gerade die wir hier verwenden, von STS gewährleistet. Ein Titanimplantat und ein Keramikimplantat haben beide beim Eindrehen, also beim Inserieren in den Knochen, die Möglichkeit, Partikel abzugeben. Das heißt, dass Anteile des Implantats sich löst und im umliegenden Gewebe landet. Und da hat das Keramikimplantat wieder einen klaren Vorteil, denn diese Zirkonoxidkeramik, aus denen die modernen Keramikimplantate bestehen, sind biochemisch inert. Das heißt, Zirkon reagiert nicht mit dem körpereigenen Gewebe oder mit Zellen im Vergleich zu Titan. Titan kann und auch die Bestandteile der Legierung von den Titanimplantaten, es ist ja wie gesagt kein rein Titan, können mit Körperzellen reagieren und dadurch auch eine erhöhte Entzündungsaktivität auslösen. Es gibt einen gewissen Prozentsatz von Menschen oder Patienten, die von vornherein eine unterschwellige Unverträglichkeit auf Titan haben. Das kann man theoretisch im Vorfeld vor einer Behandlung über einen sogenannten LTT-Test austesten. Der Prozentsatz ist da wirklich gering. Aber letztendlich wissen wir nicht, ob man als Patient so eine Unverträglichkeit vielleicht im Laufe der Jahre auch entwickelt. Das ist ja möglich. Das ist wie bei Allergien. Viele Menschen haben ja in der Kindheit und in der Jugend keine Allergien und im Erwachsenenalter entwickeln sie dann plötzlich eine Allergie auf Pollen, Blütenstaub etc. Und das Gleiche kann auch bei Metallen passieren. Das heißt, wenn man einfach von vornherein auf Nummer sicher gehen will, dass man keine Unverträglichkeit auf das Material hat, welches einem da eingebaut wird, aber auch nicht in der Zukunft darauf entwickelt, dann ist man auf jeden Fall mit Keramikimplantaten von vornherein auf der besseren Seite. Das nächste ist, dass ein Keramikimplantat ja eben kein Metall ist. Das heißt, eine Antennenwirkung, wie ein Titanimplantat eben hat, hat das Keramikimplantat von vornherein auch nicht. Das heißt, auch was das Ganzheitliche darum angeht, sind wir mit dem Keramikimplantat auf der sicheren Seite. Gerade eben, wenn jemand sehr elektrosensibel ist, da wäre ein Titanimplantat für einen Patienten natürlich die schlechtere Wahl. Dann natürlich noch der offensichtliche Pluspunkt für das Keramikimplantat ist, dass es weiß ist. Das heißt, von der Ästhetik für einen Patienten, der ästhetisch sehr anspruchsvoll ist, ist gerade in der sogenannten ästhetischen Zone, also im Frontzahnbereich, ein Keramikimplantat das Mittel der Wahl, weil wenn wir über die Jahre vielleicht auch ein bisschen Knochen- oder Zahnfleischrückgang haben, so habe ich ja beim Titanimplantat dieses gräuliche Metall, das eventuell auch durch das Zahnfleisch durchschimmert, und das habe ich beim Keramikimplantat nicht. Ja, diese weißliche, schöne Keramik,
die würde niemals, ich sage mal, unästhetisch durch das Zahnfleisch durchwirken. Also ein klarer Pluspunkt wiederum für das Keramikimplantat. Was die Langlebigkeit angeht, da ist es einfach so, jeder Mensch bekommt ja vielleicht mal eine Zahnfleischentzündung, sei es an einem Zahn oder eben auch an einem Implantat. Und so eine Zahnfleischentzündung kann sich an einem natürlichen Zahn zum Beispiel auch in eine Parodontitis entwickeln. Wenn das nun mal an einem Implantat passiert, so ist es einfach so, dass bei Titanimplantaten, dadurch, dass die Oberfläche auch wesentlich rauer ist, sich eine Periimplantitis wahrscheinlicher entwickeln kann wie bei einem Keramikimplantat. Das heißt, die Langlebigkeit ist durch eine sogenannte Periimplantitis bei einem Titanimplantat natürlich gefährdeter wie bei einem Keramikimplantat. Darauf deuten auch die aktuellen Studien hin, dass die Periimplantitis-Entwicklung bei einem Keramikimplantat unwahrscheinlicher ist wie bei einem Titanimplantat. Das sind so die aktuellen Vorteile der Keramik gegenüber von Titan. Wenn dich dieses Thema interessiert, das Thema Implantologie, Keramikimplantate, biologische Zahnerkunde allgemein, hinterlasse gerne einen Kommentar unter diesem Video. Wir freuen uns immer über ein Abo, drück die Glocke. Bis zum nächsten Mal, euer Christian Zotzmann.